Die NATO hat nichts zu gewinnen gegen Russland. Nothing, ja. Und auch wenn Herr Scholz und Herr Pistorius und mit Herrn Kiesewetter in der ersten Linie morgen mit der kompletten Bundeswehr anrollen würde, wäre nichts zu gewinnen. Ja, dann wären wir wahrscheinlich so ein Kiesewetter schnell los, weil an der Front die Überlebensdauer ist so 2 bis 4 Tage im Moment, ja, für die armen Schweine, die da hingeschickt werden. Ja, das ist irre. Und Sie haben, was ich vorhin schon mal sagte, kein Narrativ für die Niederlage. Kein, okay, Mission accomplished können wir nicht sagen, aber wie kommen wir da raus, mit welcher Geschichte? Dafür müssen Sie sagen, ja, wir haben uns einfach geirrt,